Es ist 5 vor 6. Heute wollen wir den Mount Etches besteigen. Und übrigens ist Alex Geburtstag. Alles Gute übrigens, hatte ich gesagt, ne? Danke, gell? Ja, gerne. Also, wir pfeifen uns jetzt noch eine ordentliche Ladung Müsli rein. Und dann geht's los. Oh, top. Ja. Okay, stopp Männer, wir kommen jetzt hier auf knapp 2700 Metern. Ab hier kann es gefährlich werden wegen Lawinen, deshalb machen wir jetzt die Piepsgeräte an und machen kurz einen Piepscheck. Wie macht man das an? Weiß auch nicht. Ja, wir sind jetzt hier auf ca. 3400 Meter. Jetzt geht es erstmal eine Weile über den Grat, den man hinter mir sieht hier. Schlängelt sich so in Richtung Gipfel. Da vorne bei dem großen Felsen wird noch eine klifflige Stelle kommen, wo wir uns wahrscheinlich auch anseilen werden. Alter, Jungs, was für eine geile Tour. Hammertag. Sicher. Richtig stark, ey. Schaut mal den ganzen Weg da hoch. Ja, Alex, hör mal auf zu labern. Wir haben da noch was für dich. Du weißt ja, heute ist dein Geburtstag. Oh ja. Erstmal haben wir ein Bier für dich. Ein Schoproni. Aus Bulgarien importiert. Und natürlich haben wir auch noch einen Kuchen mitgebracht. Kuchen? Der geht richtig ab. Alter, der eskaliert halt hardcore. Alter, geil, was für ein Kuchen ist das? Das ist Special Paul Kuchen. Ich wollte eigentlich ein Geburtstagslied für dich spielen auf meinem Keyboard. Okay. Leider kann ich nichts. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt alle meine Entchen. Das ist das Einzige, was ich kann. Okay. Und singen aber anstatt Entchen Alex. Eins, zwei, drei. Alle meine Alex schwimmen auf dem Schnee. Schwimmen auf dem Schnee. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Hey, Alex, komm her! Happy Birthday! Oh yeah!
So, jetzt sind wir endlich wieder unten. 11 Stunden haben wir insgesamt gebraucht für die 3900 Meter. Seit 5 Jahren mache ich Bergtouren. Ja. Aber so eine stressige und unfähige Gruppe hatte ich einfach noch nie. Irre. Die haben nur Scheiße gebaut. Total verrückte Mongos. Weißt du, als wollen die sich alle selber umbringen. Ja, also ich bin ja mehr so der ruhige Typ. Aber als unser Tourenguide da angefangen hat, das Seil auszupacken, ich dachte, ich spinne. Und zum Glück haben wir es überlebt. Mein Gott, es hätte alles passieren können. Total verrückt. Und dann stellt sich jetzt hinterher raus, dass der gar nicht lizenzierter Tourenführer ist. Der ist gar kein Bergführer. Will ich sofort mein Geld zurück. Also, als wir auf dem Gipfel waren, da war ich schon erstmal schockiert. Da hat mein Bruder einfach plötzlich ein Keyboard ausgepackt. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, es war schon verblüffend für mich. Aber ich glaube andererseits auch, als er so gespielt hat, erstens hat er sich davor Mühe gegeben und es kam auch wirklich von Herzen. Und deshalb, auch wenn es irgendwie sehr, vielleicht sogar unpassend war, hat es mich schon sehr im Herzen getroffen. Und es hat mich dann, also jetzt im Nachhinein freut es mich schon echt. Und ich muss auch sagen, trotz allem mit dieser ganzen Keyboard-Aktion, die Tour heute hat mir schon Spaß gemacht.